Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und ja, ich habe jetzt ein paar Mal offscreen versucht, an diesen Schlüssel zu kommen. Aber scheinbar komme ich da so nicht ran. Da fehlt mir wahrscheinlich noch irgendeine Fähigkeit, die ich erst suchen muss. Oder wahrscheinlich erst im letzten Gebiet kriege. Deswegen versuche ich mal noch wenigstens einigermaßen hier an die Schätze noch ranzukommen, die hier sind. Also hier in dem Gebiet und in dem unteren und die beiden Gebiete da wenigstens. Wow. Na, über die springen wir einfach mal drüber. Und da sind wir auch schon wieder in der Stadt drin, ne? Ja, fast. Okay, gucken wir erstmal hier nach. Hier müsste noch irgendwo ein Secret rumliegen. Schafe. Haben wir ja alle gefunden. Hier ist der Friedhof. Ah, hier wahrscheinlich. Nein, hier waren wir schon drin. Okay. Gucken wir uns aber weiter hier erstmal im Dorf um. Ja, hier oben ist, so wie es aussieht, nichts. Mal kurz auf die Karte gucken. Okay, zwei weiter unten. Im Keller sozusagen. Da hat uns ja der Alte damals hingeschickt. Gibt es auf jeden Fall noch ein Secret, das wir uns schnell holen können. Wow. Hoffentlich. Ja. Überall Stacheln, wert Stacheln im Keller. Naja, verrückte, komische Pilzköpfe. Ja, an dem Wasserdingern da, an diesen Blubberblasen schnell vorbei. Und runter, runter, runter. Und hier ist ein Secret. Na, nicht da oben. Aber, ups. An der Plattform sind unten Stacheln. Okay, da sollten wir aufpassen. Hier muss irgendwo ein Secret sein und ich hoffe mal, dass ich an dieses Secret rankomme. Ja, genau hier wahrscheinlich, weil das letzte Mal hatte ich die Kletterfähigkeit noch nicht. Und ja, da ist sogar was. Ein roter Orb. Blitzbombe. Bombenfrucht, die kriege ich von oben, soweit ich weiß. Ah, hier ist sie ja. So, au. Hier durch. Und bumm. Und wir haben einen neuen Gegenstand, wahrscheinlich hier. Eine trübe Kristallkugel, welche Zweck sie wohl dient. Oh, da ist sogar die Sanduhr drauf abgebildet. Okay, dann wird das der rote Orb sein. Au. Na. So, komm her, du. Damit haben wir jetzt schon mal den roten Orb und können mit dem wieder hoch nach Schlammingen. Nach Mudpot. Vorsichtig durch die Stacheln durch. Mit dem können wir dann auch in den Schneebergen nochmal nachgucken. Nach dem Secret dort. So. Au. Ja, so komme ich auch einfach durch. Irgendwie. Und ja, ich streng mich gerade wirklich nicht großartig an. Ich gebe es zu. Die Stacheln können wir eh kaum was anhaben. Und hier muss ich dann eh zurück. Da hilft mir der Wind sogar ein bisschen. So. Wieder zurück nach Schlammingen. Jetzt wollen wir hier das Secret noch finden. Das könnte sogar in einem der Häuser drin sein. Was ich allerdings
nicht hoffe oder bezweifle. Hier in das Haus kann ich eh nicht rein. Hier hoch kann ich auch nicht. Opo, wir haben deinen Schnee. Dust, you did it! You brought snow! Jo. I know how much it means to you, Bopo. Well, I don't have much to offer. Besides from this funny rock. It don't seem to do anything down here in Mudpot, but it looks pretty neat. Okay. Thanks, Bopo. Was haben wir von ihm gekriegt? We had our moment together, me and Pa. Taking a walk through the snow. Building a fort. Watching all those flakes fall from the sky. Hm. Das ist jetzt wieder ein trauriger Moment. I know none of it were real, but I'll always have this memory now. Thanks to you. I've just gotta be strong now. For Mama. Thanks so much, Dust. For everything. Okay. Damit haben wir diese Aufgabe auch abgeschlossen. Und er war auf dem Friedhof mit dem Schnee. Regenbogenresonanzstein. Sag bloß, mit dem kriege ich jetzt jedes Tor auf. Hm. Wäre vielleicht ein Versuch wert. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier das letzte Secret ist. Ah, ich nehme mal an, da oben irgendwo. Hm. Weil hier drin kann es nichts sein. Ja, danke. Danke fürs Gespräch. Es war doch tatsächlich da ein Schlüssel im Haus drin. So, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Ah, hier ist ein Teleporter. Ich glaube, mit dem teleportieren wir uns schnell raus. Wenn wir ihn denn erreichen. Höher, höher. Hier müsste er gleich sein. Jupp. Weltkarte, ja. Nochmal in die Höhlen. Und zwar von hier aus diesmal. Einfach mal kurz hier durch. Nightspatch, ihr kriegt uns nicht. Wir sind schneller mit unserem Staubsturm. So. Und hier wird's dunkel. Hier hatte Fidget ja das letzte Mal volle Kanne Panik. So. Und runter. Nein, hier nicht. Hier ist nur ein Händler. Hier drüben wollen wir runter. So. Gut, runter. Hier ist auf jeden Fall ein Secret. An das wir hoffentlich rankommen. Ja. Ah ja, sieht gut aus. Hier durch nämlich. Und dann einfach hier hoch. Und da ist nämlich schon das Secret. Drei Schlüssel. Hm, hier können wir runter. Hier ist der Speicherpunkt. So. Levelaufstieg. Können wir auch immer gebrauchen. Also ich glaube, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad kann man, muss man wahrscheinlich öfter leveln gehen. Damit man überhaupt Max-Level erreicht. Und wahrscheinlich das Spiel überhaupt schaffen kann. Bis jetzt war es ja auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, den ich gewählt habe, eigentlich ziemlich machbar, das Spiel. Es gab halt einige Augenblicke, zum Beispiel mit den Riesen,
wohl nicht ganz so toll gelaufen sind. Aber ich kann mir vor allem vorstellen, dass der Kampf nachher gegen Gaius nicht ganz so gut ausgehen dürfte. So. Der Kampf gegen Fuse und die Wächterin vom Wasser war ja nicht ganz so. Aua. Das Vieh. Ah, jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Falsch abgebogen. Naja, da hoch komme ich aber auch noch. Nein, so nicht. Da muss ich wieder außenrum hoch. Hm? Oder so. Manchmal macht der Staubsturm echt komische Sachen. Ich wünschte nur, das würde immer gehen. Aber irgendwie will das nicht immer so wirklich. Ja, genau wie das da. Oh, hoch in den Himmel hinaus. Von hier aus will ich jetzt aber erst einmal nach unten. So, so, runter. Denn hier unten gibt es noch was. Mal sehen, ob ich dieses etwas hier unten finde. Truhe hier? Nö. Das ist schon mal die falsche Seite. Dann muss auf der anderen Seite wahrscheinlich sein. Hier irgendwo, hm? Ja, hier geht's schon mal tiefer runter, ist ein gutes Zeichen. Hier ist Speicherpunkt. Und hier gibt's noch was. Okay. Ja, da oben ist was. Da kommen sind Schlüssel, aber wahrscheinlich auch noch nicht wirklich so hinzukommen. Ich habe nämlich das Gefühl, man kann noch irgendwas mit den Luftzügen hier machen. Na gut. Dann geht es jetzt erstmal wieder auf die Weltkarte. Teleportersteine haben wir ja genug und zur Not haben wir auch Geld. Nach Aurora würde ich sagen als nächstes. Und dann würde ich sagen, schließen wir auch noch die Sorgenwiese gleich ab. Hier sind die Materialien, die du gefragt hast. Great! Here's your payment. If you're... Those hides you provided worked out great! But I'd like to reinforce their armor with materials from those Hulkin giants out there. If you could bring 2 giant rocks and 2 giant cores, we'd be all set. Okay. Here are those materials you asked for, Fail. Ganz great! Toll. Here's your payment. Those reinforcements really helped strengthen the guard's armor. But now it's a bit too rigid. I'd like to add some flexible... Let me see. Sit. Here are those materials you asked for, Fail. Toll, wir können ihm gleich alles geben. Great. Here. I've got one last job for you, Dust. There's a strange flying creature called a Florn that lives around these parts. If you could gather 3 Florn tentacles and 3 Florn sparks. Here are those materials. Great. Here's your pay. Okay. Das ging schnell. Jetzt haben wir sogar alle Quests abgeschlossen, die wir hatten. Jetzt kann ich mal kurz in der Folge nachgucken. Wir müssten jetzt, genau, alle Zusatzmissionen erfüllt haben, sogar schon. Toll. Nee, ich warte jetzt nicht mehr darauf, dass da unten die ganzen Quests vorbeigehen. Ich gehe einfach direkt auf die Sorgenwiese. Und guck mal, wo sich noch Sachen befinden. Hier oben, hier unten und hier oben. Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier rein. Machen das da unten. Ja. Wow. Explosionszombie, nicht gut. Noch ein Explosionszombie. Die Sorgenwiese würde ich nämlich gerne mal abschließen.
So, und hier runter. Ah, weil hier sind nämlich immer auch diese nervigen Wespenschwärme auch mit drin. So, kurz die auseinandernehmen. Und dann gibt es jetzt mal wieder einen Cut. Bis gleich.